Eine Kiste. Oh. Böse Buben. Wollen wir das Ding mal ausprobieren? Oh. Oh, gar nicht schlecht. Geil. Na? Oh, verdammt. Der ist stark gewesen. Luft-Hammer, Schrotflinte. Beim Reiten kann er die Waffe nicht wegstecken. Oh, das muss er jetzt auch gerade nicht. Okay, da geht was. Nee. Das ist absteigen. So, aber ich sag dir, gegen diese Idioten nehme ich gerne die Schrotflinte. Als ich angefangen habe zu spielen, konnte man noch nicht reitend sammeln. Das kam ja später. Oh, okay, okay. Das fand ich bei Witcher 3 sehr geil gemacht, dass du das immer machen konntest. Bei voller Fahrt oder vollem Ritt. Hast du dann einfach die Dinge eingesammelt? Nicht schon wieder diese Leier. Das war schon einige, ne? Beste Position, wo ich hier hab, ne? Ja, das kannst du dir gern selbst erzählen. Ich hab mir den Aufschlag. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Ah, zu spät. Lass doch schneller, Digga. Hab schon geheilt. Ja, ich habe es durch Zufall jetzt gesehen, tatsächlich mit dem Heilen. Es wäre natürlich schön, wenn man da irgendeinen Indikator hätte, dass man da besser drauf achtet. Oh, hier Munition. Einpacken. Mehr nicht.
Oh. Ist das nicht so Datensammler? Gedöns. Nein, anscheinend nicht. Der Balken unten mit der Aufschrift heilen ist nicht gut. Nein. Nee, das ist. Okay. Nicht für mich. Das ist so. Weißt du? Das geht so unter in den Blautönen. Rot wäre cool. Oder dass so die Ecken rot pochen oder so. Das wäre geil. Sit. Soll ich mich setzen? Ach so, da. Ne, das ist doch so ein. Oh. So ein. Teil des Datensammler-Dingens. Aufgepasst! Erstellt mit den Stoßzahn- und Klauenlagern Pläne für Lieferungen zum Posten. Hier ist zu viel los. Das ist zu auffällig. Koordinaten liegen bei. Hast du gehört, Daylan? Ja, aber was wird geliefert? Ja. Und was ist der Posten? Dann ist es meistens zu spät zum Reagieren. Für mich. Für meine alten Reaktionskräfte. Oh. Bist du tot? Au, oh, die Hand, die Finger. Digga, das wollte ich dir echt nicht antun. So, noch jemand zu Hause? Mercer weiß nicht, was Harding tut, oder? So oder so fängt und tötet sie Tiere für Profit. Taylan, spielst du schon wieder mit dem alten Walkie-Talkie? Tut mir echt leid, das war ein Versehen. Willst du denn wirklich kein neues haben? Eines, das auch funktioniert? Es fühlt sich einfach gut an. Es ist leicht. Einfach so vertraut. Oh, look at this. Gott, Alter. Oh, halt gucken, wohin? Da lang, okay. Zack. Das gehört zum Weg nach Hause. Echt einfacher, wenn man drüber stolpert, anstatt es suchen zu müssen. Ja, definitiv. Ah ja. Das blöde Foto von Teil 1 habe ich auch noch nicht gefunden. Ich habe auch nicht mehr geguckt tatsächlich, aber ich hatte es noch nicht die Muse, den Fluss abzulaufen. Um es eventuell zu finden. Okay, dann war da hinten noch was, ne? Ah ne, das war das da drin. Das hat durchgeschimmert. Okay. Was geht hier noch? Munition. Es ist echt einfacher. Einfach, das Ziel davon zu googeln. Habe ich auch. Ja, klar, natürlich. Aber ich will es mir dann auch nicht zu leicht machen, weißt du? Rehe? Oh, okay. Rehe mit platten Schwänzen quasi. Oh, da ist jemand. Diese rasenden Tiere gefährden unser Ökosystem hier. Eine große Anzahl rasender Raubtiere bedroht das Ökosystem. Rasende Raubtiere. Sie sind nicht Raubtiere. Teil des natürlichen Gleichgewichts. Hört sich an wie eine Gang. Die heimische Fauna auslöschen. Pfeilschwanzrehe. Okay. Getrennte Verbindungen. Ein weiterer Teil. Vielleicht wenn wir... Nee, das klappt nie.
Nein, derselbe. Wieder und wieder. So. Nur andere Gegenden. Ja, Licht. Telefon. Ich geh mal dran, ne? Hey, kannst du mir helfen? Oh, da ruckelt aber die Übertragung. Ist so leer hier. Sorry, ich meinte nicht dich. Jetzt bin ich wieder bei dir. Also nochmal. Im Nordosten der Höhenprärie liegt noch gutes Zeug rum. In einem verlassenen Lager. Wäre spitze, wenn du mal checken könntest, ob es sich lohnt, ein Team hinzuschicken, um das Lager zu plündern. Wenn ich sie umsonst hinschicke, werden sie mich verfluchen. Schick die Koordinaten. Ja, also, das Ding ist... Das klang aber schon ein bisschen genervt. Schick die Koordinaten. Sorry. Der Tipp kam von einem der Sänger der Seswa. Und wie du weißt, arbeiten die Navi nicht unbedingt mit GPS-Koordinaten. Es ist in der Nähe der zerschmetterten Brücke östlich des Flusses. Und da war noch was mit Geysiren und einer schiefen Säule. Ach, frohes Suchen. Ah, da war ich vorhin schon. Alles gut. Oh, nee. Muss ich nochmal da hoch? Weil er mir wieder zwei Ziele anzeigt. Ja, alle wieder da. Das ist ja aber komisch, oder? Ja, außer der eine. Ah ne, der ist doch da. Auf ein neues. Nein. Hoppala. Ja, ne? Vor allem das Komische ist hier, jetzt war ich schon weiter, ne, hat am Labor gespeichert und trotzdem ist das nicht erledigt. Nicht runterfallen, nicht runterfallen. Okay. Aber ich glaube, ich versuche das mal, den zu befreien. Aber nee, die töten den dann wirklich. Das muss ja nicht sein. War wohl nichts. Aber die Computer hast du auch gescannt. Da habe ich gerade nicht aufgepasst. Könnte sein, dass ich den nicht gescannt habe. Bin ich mir jetzt auch gerade nicht sicher. Das sind so noch große Jungs. Ja, die Kleinen sind alle weg. Au. Au, au. Irgendwas hält uns zum Jagen. Ich werde es aufspüren. Was immer es ist, ich werde es finden. Hier stimmt das nicht. Drehung! Ja, bestimmt, deswegen hat er wahrscheinlich nicht gespeichert.
Ist er abgehauen? Das ist gut. So, aber auch nicht viel. Außer zur Ablenkung vielleicht. Nein. Schnell. Schau. Das Gute ist, da die Missionen nach und nach größer werden, speichert das Spiel da auch zwischen, wenn es sie dann abschmiert. Musst du die Mission nicht von vorne beginnen, sondern nur vom letzten Speicherpunkt. Das ist natürlich gut. Halt, da wollte ich hin. Ah doch, den habe ich gescannt. Den Computer. Auf jeden Fall. Wo bin ich? Da bin ich. Komisch, die Kisten sind geöffnet, ne? Zeit fürs Geschäft. Bringt die Fallen aus und prüft eure Visiere. Der Markt daheim ist riesig. Solange es von Pandora kommt, bezahlt jemand dafür, um es auszustellen. Sie wollen Trophäen. Ja, ich kann auch keine Teile mehr rausholen. Wir müssen sie stoppen, Delan. Ja, abgehakt. So wie vorhin auch. Ah, ich wollte gerade sagen, keine Gegner kann ich mir nicht vorstellen. Oh, auch wieder ein paar. Ja. Oh. Hast gesehen, wie weit es gespritzt hat? Bis an die Wand da hinten. Ach, heißt das so? MPA, der Bomben schießt oder was? Lagerkralle. Ah. Ich glaube nur gerade einen in der Menge gesehen zu haben. Also. Das da? Das sieht nicht gut aus. Fuck. Okay. Der ist neu. So einen habe ich noch nicht gesehen. So, sind das alles nur noch Max? Ne, da hinten ist noch ein Menschenkind und da ist noch ein Menschenkind. Okay.
Ich glaube, da ist nicht viel mit leise vorangehen. Müssen wir uns durchkämpfen. Noch ein und das auch noch ein Menschling. Okay. Vielleicht sollten wir uns mal um die Menschlinge kümmern. Bevor wir an die Max gehen. Und das ist, glaube ich, wieder ganz böse. Ja. Grenadier-Veteran. So, ich glaube, jetzt muss ich schwere Geschütze auffahren. Oh. Alter. Die Schwachstellen sind unter anderem oben seine Munitionswerfer. Okay. Oh, fuckala. Jawohl, sehr geil. Ach du Scheiße. Ah, hier. Ein kleiner Drecksack. Oh, Verstärkung hat sich wieder in Luft aufgelöst. Auch cool. Gut getroffen, Dankeschön. Dankeschön. Ohne deinen Hinweis hätte ich aber wahrscheinlich nicht da oben hingeschossen. Also Dankeschön. Noch einer? Okay. Mal ein Stückchen holen. Ich glaube, da wurde gerade zufällig in der Nähe eine Patrouille abgesetzt. Ah. Ja, gehört habe ich, dass wir da ankommen. Diesen Heli, keine Ahnung, wie die heißen. Aber dann war er ja weg, ne? Vielleicht habe ich die zu schnell ausgeschaltet, als dass sie dann landen hätten können, tun wollen müssen, dürfen. Wo, oh, wo, oh, da. Oh, jetzt aber schnell. Tadum, tadum, tadum. Bleibt von den Steinsäulen weg, Leute. Ich will keine Samsons mehr im Wartungsdock sehen, es sei denn, sie sind mit Speeren gespickt. Steinsäulen? Ich weiß, wo der Posten ist. Und wir haben einen Code. Ich muss nur rausfinden, was der öffnet. Aber zuerst muss ich den Schwestern von unserem Fund berichten. Das war? Halbmond. Ich komme auf euch zurück. Da drin? Nee, dahinter. Nee, da drin. Du wirkst verstört, Krieger. Was konntest du entdecken? Tiere, gefangen und verletzt. Auch. Ich habe versucht, sie zu befreien. Sie töten sinnlos. Lassen das Fleisch verrotten. Awas Nahrung macht sie krank.
Sie sticht ihnen in den Magen. Sie nehmen nur, was sie anderen Himmelsmenschen verkaufen können. Als Trophäen. Sie haben keinen Respekt für das Leben hier. Harding ist ihre Anführerin. Sie ist grausam. Sie bringen alles zu ihrem Lager, jenseits der Steinsäulen. Wir werden es ihr mit gleicher Münze heimzahlen. Geh, wir folgen so bald wie möglich. Bleib wachsam und kampfbereit, Sarentu.